So, in diesen und in folgenden Videos wird es darum gehen, nachzuweisen, dass die Stetigkeit erhalten bleibt, wenn man die typischen Operationen mit Funktionen auf solche stetigen Funktionen anwendet. Ja, hier also eine klassische Operation, die man auf Funktionen anwendet, ist die Hintereinanderausführung. Ne? Wenn ich also zwei Funktionen habe, wir schauen mal hier, wir haben die Funktion, die geht von f, die geht von a nach b, wobei a eine Teilmenge von r hoch n ist. Und b ist eine Teilmenge von r hoch l. Ja, also wenn wir also so eine Funktion von r hoch n nach r hoch l gegeben haben. Und jetzt haben wir noch eine andere Funktion gegeben, das ist die Funktion g. Die ist definiert auf der Menge b und bildet ab nach r hoch m. Also insgesamt haben wir das Bild, wir gehen von a nach b, also von n-dimensional nach l-dimensional und dann gehen wir weiter mit g nach m-dimensional. Wenn wir das also hintereinander schalten, erst f anwenden, dann g anwenden. Dann kriegen wir so eine Hintereinanderausführung von solchen Funktionen, die typischerweise so geschrieben wird. Und das ist dann insgesamt eine Funktion von a nach r hoch m. So, und jetzt geht es dabei um die Stetigkeit. So, und das Lemma sagt, wenn wir einen Punkt a haben, der in Groß A ist, und dann betrachten wir den Punkt f von a, also da, wo f hin abbildet. Ja, das muss natürlich in b sein, weil f ist so gebaut. So, und wenn das beides innere Punkte sind, darüber wird noch ein bisschen zu reden sein, dann sagt dieses Lemma was. Und zwar, wenn f in diesem Punkt a stetig ist und g ist in diesem Punkt g von a ebenfalls stetig, wenn also beide Funktionen so eher auf stetigen Startpunkten sozusagen loslaufen, dann ist auch die Hintereinanderausführung g verknüpft mit f auf die also von a nach r hoch m abbildet, in diesem Punkt a ebenfalls stetig. Das heißt, ganz kurz gefasst, Hintereinanderausführung stetiger Funktionen ist wieder stetig. Ja, das heißt, diese Hintereinanderausführung macht diese Stetigkeit nicht kaputt. So, hier habe ich das innere Punkte, also diesen Begriff innere Punkte nochmal in Orangen geschrieben, da ich dann auch ein bisschen was sagen möchte, denn der Punkt, die Sache ist die, wir müssen eben halt dafür sorgen, dass a so ein innerer Punkt ist, sprich es gibt eine ganze Epsilon-Umgebung von klein a, das ein Groß a ist und das muss auch für die Abbildung von a durch f gelten, also f von a muss auch ein innerer Punkt sein. Das Ganze kann man ein bisschen aufweichen, wenn man also zum Beispiel, wenn das a am Rand liegt, aber nicht irgendwie so ein isolierter Punkt ist. Ja, die Details, wann das auch am Rand funktioniert, lasse ich hier mal weg, weil das eigentlich auch ziemlich, eigentlich wesentlich ist es lästig und eigentlich nur komplizierte Schreibarbeit, die Geschichte aufzuschreiben, auch für Punkte, die am Rand liegen. Aber üblicherweise gilt das auch am Rand, wenn Stetigkeit am Rand jeweils vorliegt, entweder an dem Rand, wenn a am Rand liegt von Groß A oder f von a liegt am Rand von Groß B, wenn dort auch Stetigkeit vorliegt, dann geht die Stetigkeit eben halt durch Hintereinanderausführung auch nicht kaputt. Aber das aufzuschreiben ist halt ziemlich lästig und wir beschränken uns mal in diesem Lemma darauf, dass wir nur über die offenen Teilmengen von a und b reden, ne? Also über die inneren Punkte. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Beweis. Den mache ich jetzt auch mal eben schnell, weil der ist gar nicht so schwer. So, wie beweisen wir das Ganze denn? Also, wir wissen ja, dass wir also so eine Epsilon-Delta-Eigenschaft nachweisen müssen. Ne? Also sei Epsilon größer 0. Ne? Und dass wir müssen ja, das A ist ja in Groß A ein innerer Punkt. Der ist ja gegeben. So, und weil g in f von a stetig ist, folgt daraus mit diesem Epsilon, was wir haben, dass es ein Delta g gibt. Es gibt also ein Delta und dieses Delta indiziere ich einfach mit g, weil das eben halt das jetzt für den Fall der Funktion g gewählt wird. Und dann gibt es also irgendein Delta g größer 0, sodass für alle y aus b gilt, dass wenn der Abstand von y zu f von a, weil f von a, das ist der Punkt, wo g stetig ist, wenn der kleiner Delta g ist, dann folgt doch daraus, dass der Abstand von g von y zu g von f von a kleiner Epsilon ist. Ja, das ist eben halt genau die Aussage, die Funktion g ist in f von a stetig.
Ja, und Sie sehen, ich habe hier mal ein Y genommen und weil das aus B ist und aber ansonsten ist das genau die Epsilon-Delta-Eigenschaft. Ja, und ich rede halt über f von a. Das ist der Punkt, wo die Funktion g halt stetig ist und das Delta habe ich mit dem kleinen g indiziert. So, das weiß ich ja jetzt. Ich weiß aber noch mehr. Ich weiß natürlich auch, dass f in a stetig ist. Das nutze ich natürlich jetzt aus. Wenn f in a stetig ist, dann folgt doch daraus auch diese Epsilon-Delta-Eigenschaft. So, und zwar mache ich jetzt Folgendes. Es gibt dann also ein Delta F. Größer 0. Das heißt, es sollte schon ein F sein hier an dieser Stelle. F größer 0. So dass für alle x aus a gilt, wenn der Abstand von x zu a kleiner ist als Delta F. Dann folgt daraus, dass der Abstand von f von x zu f von a, dass der, und jetzt erwarten Sie hier kleiner Epsilon, nee, das schreibe ich gar nicht, sondern ich schreibe einfach kleiner Delta g. Das heißt, ich nehme diese Eigenschaft von, dass f in a stetig ist, und statt Epsilon, was in dieser Definition da steht, benutze ich die Zahl Delta g. Ja, das geht natürlich. Und jetzt habe ich die Eigenschaft, die ich brauche. Ja, ich habe also irgend so ein Delta F und dann habe ich diese Eigenschaft, wenn der Abstand von x zu a kleiner Delta F ist, dann ist der Abstand der jeweiligen Bilder kleiner als Delta G. So, und in der Kombination habe ich jetzt plötzlich Folgendes. Ja, also ich habe das Epsilon beliebig genommen, ja, und dann folgt daraus insgesamt, wenn man beides zusammennimmt, es gibt dann also ein Delta, und jetzt schreibe ich dazu, das ist das Delta F größer 0, ja, sodass für alle x aus a gilt, wenn der Abstand von x zu a kleiner ist als Delta F. Ja, bis jetzt habe ich das also quasi nur alles nur von oben abgeschrieben. Ja, dann wissen wir ja, dass das dann folgt daraus, dass der Abstand von f von x zu f von a kleiner Delta g ist. So, und jetzt gehe ich nochmal in diese Formel, die ich da oben habe. So, es gibt ja dieses Delta G, habe ich ja jetzt gerade. Und jetzt hier habe ich das mit einem Y aus B. Statt des Y aus B, also hier, das gilt ja für alle Y aus B. Und dann nehme ich natürlich jetzt nicht mein Y aus B, sondern hier nehme ich mein f von x. Ja, das ist also mein f von x. Dann wird daraus f von x. Ja. Und dann steht da der Abstand von f von x zu f von a, wenn der kleiner Delta g ist, und das wissen wir. Dann folgt eben halt auch das da, dass der Abstand von g von diesem y zu g von f von a kleiner Epsilon ist. So, und das heißt, daraus folgt dann insgesamt, ja, dass der Abstand von g von, ach ja, jetzt müsste ich ja eigentlich y schreiben, y ist aber gerade f von x zu g von f von a, dass der kleiner Epsilon ist. So, und Sie sehen, ich habe halt diesen Zwischenschritt gebraucht, den habe ich extra in Grau hingeschrieben. Also, aber wenn ich mir nur den blauen Teil der Formel anschaue, ist das genau die Definition der Stetigkeit mit der Epsilon-Delta-Definition. Und damit weiß ich, dass g von f an der Stelle, an der Stelle a, also die Hintereinanderausführung von g und f, tatsächlich stetig in a ist. So, ich hoffe, es hat geholfen.